Recht herzlich willkommen zur Folge 222. Ja, sind wir drin, ja? Letzte Runde vielleicht, weiß ich nicht. Könnte sein, sieht ganz stark danach aus. Wir haben nämlich so ein bisschen Probleme, ne? Dass wir definitiv das nicht hinkriegen. Das ist hier Sägewerk. Wo ist denn das jetzt? Von dem Wald her. Okay. Und das ist das nächste Sägewerk zu dem da oben, oder was? Naja, okay, ist jetzt egal, spielt keine Rolle. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie noch was gerettet kriegen. Aber das sieht ganz mau gerade aus. Betriebsgewinn ist noch offen. Wir haben hier, das war der Jahresübersicht, haben hier gerade schlecht laufend. 350.000 müssen wir noch gerade mal schnell erwirtschaften und das in 17 Tagen. Ja, das ist nicht gut. Läuft hier was? Ja, Druckfarbe gibt's, Papier ist aber knapp. Wie wird denn Papier hier angeliefert? Das ist die Frage, ne? Chemiefabrik und Papier. Ach, das kommt per Schiff an, alles klar. Ist auch gerade in der Kette drin, oder wie sehe ich das? Ja, da unten kommt der Zug, ja? Recht herzlich willkommen. Papier ist vorhanden, Holz wird verbraucht. Passt also. Muss ja einiges am Bahnhof liegen, ist auch so. Wie viel kann der Zug tragen? 128 Rollen, okay. Wie sieht's hier denn aus? Hier hatten wir so drei Bushaltestellen, wo ordentlich was ist, ne? Aber das ist schon besser geworden. Wir haben eigentlich Busse drauf. Hier, ja, da warten Fahrgäste nach weiß ich wohin. Via Menge müssten wir haben, ne? Dann können wir sehen, wo die alle hinwollen. Die wollen in den Flieger. Und dann haben wir genug, die nach Osnabrück wollen. Über Dortmund, über Herzogenaurach, über Dortmund, über Osnabrück. Osnabrück. Könnte man einen Bus noch draufsetzen, ne? Aber so wirklich wird das alle nix. 14 Tage noch. Ist irgendwo noch das Ultimative, was wir übersehen haben oder sowas? Ich glaube nicht wirklich, oder? Ist hier immer noch ein Ölfeld. Die Raffinerie ist angeschlossen. Die bringt uns also auch nicht wirklich was, weil die schon beliefert wird von woanders. Was ist mit dem Kraftwerk hier? Kriegt das Kohle? Ja. Diese Kohlegrube könnte da auch noch Kohle hinbringen. Das wäre auch die nächste im Endeffekt. Wo ist denn das jetzt? Potsdam? Nee, da muss es weiter rechts sein. Da ist er. Ach, das ist hier der Bogen zu fahren dann. Nochmal, das ist die Kohlegrube da oben. Ja, tatsächlich. Die sind ja ganz nah beieinander, ne? Tja, das würde bedeuten, wir müssten da einen Zug draufsetzen. So einen hier. Waggons dran. Kohlewaggons. Schüttgut. Und dann kann er schon nicht mehr. So, und dann Fahrplan von dort nach dort. Dort 100% laden. Neue Linie. Köln. Kohle. Neben heißt das da. Nach Köln. Kohlekraftwerk. Passt. Und starten wir mal. Und gucken, ob der was einfährt. Letzte Chance. Hier nochmal aufmachen. Monat rein. Oh, ist ja gar nicht mal so schlecht hier mit 287. Anstieg, ne? Aber nur noch 10 Tage. Immer gerade husten.
Entschuldigung. 311. Jetzt ist der Zug da und lädt fast voll, aber auch nur fast. Produziert auch wie wild jetzt hier, oder was? Ja, ist ja doch voll, okay. Wir liegen hier auf dem Bahnhof. Ach, das reicht dann für die nächste Runde auch wieder, oder? 420 kriegt er voll, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Ach, mehr geht auf dem Bahnhof nicht drauf, ne? Das ist das Problem wahrscheinlich. Genauso ist es Kapazität 320, super. Das heißt, er kommt immer und muss ein bisschen warten, bis er voll ist, aber... Ich glaube, das soll nicht die Schwierigkeit jetzt gerade sein. So, 8 Tage noch. Wo ist der Zug? Wo fährt der lang? Ach Gott, der fährt ja eine tolle Tour, ha? Ja, da kann er wahrscheinlich gar nicht plus fahren, wenn er da hinten rumfahren muss. Die Firma ist pleite, steht da schon. Ich glaube, wir bauen da gerade noch ein Gleis hin, wenn, ne? Wie schnell? 200 km/h darf man da fahren. So, oder? Haben wir nochmal Geld investiert? Frage, ob das klappt. 270.000 in 7 Tagen, das wird wohl nichts mehr werden. Auf der einen Seite sieht das nicht schlecht aus, weil wir da hochkommen. Aber auf der anderen Seite wird das nicht reichen. Wo ist der Zug jetzt? Da. Tja. 412, der hat auf jeden Fall genug. Wen hat er denn noch hier so als Anlieferung? Wo geht das hin? Noch zum Stahlwerk. Das ist das. Ja, aber das hat ja, glaube ich, wahrscheinlich hier genug Kohle drin. Ne? Ja, hatten wir. Da brauchen wir also nichts machen. Das bringt nichts. Ja, zum Zementwerk könnte man noch was bringen. Das ist hier. Aber Stein und Kohle brauchen die. Haben aber auch genug noch hier liegen, wenn. Bringt's also nicht wirklich. Der hat gerade abgeliefert. Durch den riesen Bogen, den er gefahren hat, geht das natürlich gar nicht, ne? Und wo fährt er jetzt lang? Wahrscheinlich hier rum, ne? Kurve geht nach oben. Reicht aber nicht mit 233.000. Die Firma ist immer noch pleite. Da müsste jetzt hier schon ein ganzer Schub nach oben kommen, damit das was wird. Wo ist der Zug? Oh, da oben fährt er auch noch lang. Ey, der muss jetzt aber hier lang fahren, ne? Warum ist er gerade eben nicht da lang gefahren? Jetzt haben wir gerade hier ein paar Signale entfernen. Wo fährt er jetzt lang? Das machen wir mal gerade schnell noch dahin. 250.000. 2 Tage. Das war's wohl. Da kommen wir nicht mehr hoch. Wahrscheinlich sehen wir noch nicht mal, wie der Zug da ins Plus kommt. Der LKW wird an der Schranke angehalten. Ja. 265.
Also ich mache jetzt nichts mehr, ich warte ab, bis es vorbei ist, weil was soll ich noch machen? Das bringt glaube ich nichts mehr. Das Ding ist jetzt wirklich durch, weil da hätten wir schon ganz viel nach oben gemusst. Ja. Er wirft jetzt wahrscheinlich gerade mal so ab, dass er schwarze Zahlen schreibt, gehe ich von aus. Na komm schon. Sehen wir das noch? Ach, noch nicht mal das. 6.000, gut. 200.000, unter 100, und unter 200.000 kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Die letzten Stunden laufen. Und die höchste Stelle wird es auch nicht mehr werden. Hier hatten wir 211 und da sind wir bei 267. Das klappt auch noch nicht mehr. Oh, wir sind sogar unterhalb von 200.000 gekommen. Und die letzten 8 Stunden sind angebrochen. Meine Güte, jetzt geht's hier aber noch Schlag auf Schlag, 140.000. Und das war's. Ja, schade. Hat nicht sein sollen, die Firma ist bankrott. Kann man das hier an der Seite machen? Nein, kann man leider nicht. Die Meldung kann man auch nicht mehr wegklicken, das heißt, ich kann mir noch nicht mal mehr die Karte hier leider angucken. Jetzt fahren sie hier ganz flott alle, ruckelt sogar ein bisschen, naja. Okay, das ist es dann gewesen. Simutrans Pack 64 war das. Hat 222 Folgen gereicht, Schnapszahl. War ganz interessant, denke ich. Hat eigentlich auch Spaß gemacht. Danke für die Unterstützung von dem Michael, der da immer tatkräftig gesagt hat, was wir machen können. Zum Schluss war es dann ja doch uninteressant geworden nach dem Cut. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 20 Folgen vorher ungefähr war das, wo wir alles einmal rausgeschmissen haben, weil es alles irgendwie nicht so passte. Ja, Simutrans läuft noch im anderen Projekt. Da ist das mit dem Comic-Pack, ja, 192er. Da läuft ziemlich schön, macht Spaß auf der Karte. Ich glaube, das Pack 64 wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, wenn Simutrans wiederkommt mit einem zweiten Pack. Dann könnte ich mir nur vorstellen, dass es mit einem frischen ist, nicht mit sowas wie hier, sondern eher halt eine höhere Auflösung ab 128. Oder aber es gäbe noch eine Sache, die mir eigentlich sogar persönlich vorschwebt, dass man was ganz Einfaches machen könnte. Da müsste ich mich aber mit irgendwelchen Entwicklern mal die Grafiksets machen, da zusammensetzen, ob das machbar wäre. Das wäre noch eine Idee von mir. Ob da einer mitmacht, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Und will ich aber auch jetzt gar nicht groß ausmalen, weil es vielleicht auch gar nichts wird. Ja, da muss ich mal mit jemandem sprechen, ob der da Lust zu hat, mich in der Hinsicht dann zu unterstützen und so ein Pack rauszubringen. Müsste man dann sehen. Okay, wenn ihr Simutrans gucken wollt, ist immer mittwochs das Comic 192 Pack dran mit der Deutschlandkarte, wo wir 1850 hier angefangen haben, irgendwo bei 1890 jetzt gerade sind. Ist ein ganz interessantes Ding. Andere Projekte laufen bei mir ja auf dem Kanal auch. Könnt ihr auch andere Projekte angucken. Dieser Platz wird durch ein Projekt, was ja 5 Folgen hat zurzeit mit dem Balthasar N aufgefüllt, die nächsten 5 Wochen sozusagen. Da spiele ich gegen ihn im Multiplayer und das ist XCOM Enemy Unknown. Das sind 5 Teile gegeneinander und danach kommt auch wieder was, weiß ich aber noch nicht was, müssen wir dann mal schauen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart für diese lange Zeit. Ich habe mich gefreut über die Kommentare. Wäre schön, wenn ihr weitere Kommentare schreibt, auch zu diesem, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann bis zu den nächsten Projekten. Tschüss!